Der Karlsruher SC präsentiert Wildpark TV. Powered by Baden TV. Markus, die Drittligasaison ist zu Ende. Glückwunsch zur Meisterschaft, Glückwunsch zum Aufstieg. Normalerweise taugen solche Spiele nicht dafür, dass man danach nochmal drüber redet, aber das heute war eine eindrucksvolle Demonstration. Ja, das war was Besonderes. Die Mannschaft hat von Anfang an Gas gegeben und die Fans haben uns riesig unterstützt, schon als die Mannschaft reinkam. Ich habe drin schon gesagt, ich sage, Jungs, das wird heute überragend. Und deswegen haben wir auch gut gespielt, das widmen wir unseren Fans. Deswegen haben wir auch nochmal Gas gegeben, die Tore gezeigt, gut gespielt, weil einfach die Unterstützung überragend war, auch während des Spiels. Das war einfach durchweg eine Party. Wenn du zurückblickst, wo waren für dich die Knackpunkte in der Saison? Es wird oft über das HSV-Spiel gesprochen. Ach, keine Ahnung, das ist mir scheißegal jetzt. Das interessiert mich jetzt nicht mehr. Wir sind riesig befreit, das hat man heute gesehen. Wir wollen feiern und der Rest ist wurscht. Sag uns noch was zu den drei Spielern, die du heute ausgewechselt hast. Ja, das hat jetzt nichts damit zu tun gehabt, oder Hakan gerade, wir wissen, dass er ein besonderer Spieler ist, trotzdem ist jeder bei uns wichtig. Wir wollten einfach ihm auch einen würdigen Abschied hier geben, sich bei den Fans zu verabschieden. Ansonsten hat jeder einen gleichen Anteil daran. Selçuk, fangen wir mal mit dem an, was gerade hinter uns passiert, hinter dir genauer gesagt. Gibt es dafür Worte? Nee, dafür gibt es keine Worte. Das war von Anfang an unbeschreiblich, wie sie uns angefeuert haben. Wir haben das regelrecht gespürt auf dem Feld. Und so haben wir auch heute gespielt, denke ich. Das sieht man ja. Unglaublich einfach nur. Von Anfang an mitgemacht. Gänsehaut für den Pur. Du bist vor einem Jahr in den Wildpark gekommen und hast dann den überraschten Journalisten erklärt, das ist ein Schritt nach vorne. Bist aber nochmal zurück in die dritte Liga. Im Nachhinein hast du alles richtig gemacht. Ja, ich hab ja vor der Saison gesagt, manchmal muss man einen Schritt zurück machen, um nach vorne zu machen. Und ich habe hier die besseren Perspektiven gesehen. Und ich habe mich hier gut entwickelt mit den Trainern, mit der Mannschaft zusammen. Und wie man jetzt letztendlich sieht, hat sich das jetzt gelohnt. Was macht die Mannschaft aus? Dass man von Anfang an zusammengehalten hat. Selbst wenn es die ersten 7-8 Wochen nicht so gut gelaufen ist. Wir wussten immer, irgendwann wird es vorangehen und dann werden wir auch einen Lauf haben. Und so ist es dann auch passiert. Immer zusammengehalten von Anfang an. Keiner hat den anderen fertig gemacht oder so. Und ja, letztendlich sieht man ja, was für ein Team wir geworden sind. Sind gut gereift zusammen und deswegen sind wir auch Meister geworden. Der Karlsruher SC präsentiert Wildpark TV. Powered by Baden TV.